Sie sind hier, 12. Dezember 2018, Update vor 25 Minuten. Von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten Update. Historisches Spiel in der Champions Hockey League. Der EHC Red Bull München spielt in Malmö Remis und erreicht als erstes deutsches Team jemals das Halbfinale. Mit einem Overtime-Tor von Trevor Parkes hat der deutsche Eishockeymeister Red Bull München als erste deutsche Mannschaft den Einzug in das Halbfinale der Champions Hockey League CHL perfekt gemacht. Die CHL live im TV auf Sport 1. Nach dem 2:1-Hinspiel erfolgreichte der Mannschaft von Trainer Don Jackson in einem hart umkämpften Rückspiel ein 5:5, 1:2, 3:2, 0:1, 1:0, nach Verlängerung beim zweimaligen schwedischen Champion Malmö Redhawks. Das war ein Spiel auf Augenhöhe mit dem glücklicheren Ende für uns. Ich bin stolz, dass wir unter den besten 4 Mannschaften Europas stehen, sagte Münchens Stürmer Maximilian Kastner, twitter.com/redbullmünchen/status/1072547419132767686661. Emil Silvegard, 3. und Johan Olofsson, 12. hatten die Hausherren in Führung gebracht. Ein Doppelpack von Trevor Parkes 20. 22. und der Treffer von Justin Schack 25. drehten die Partie. Nachdem die Redhawks die Begegnung mit 2 Treffern durch Olofsson 35. und Jens Olsson 39. erneut auf den Kopf gestellt und Münchens Verteidiger Daryl Boyle 40. auf 4:4 ausgeglichen hatte, erzwang Frederik Storm 53. die Verlängerung für Malmö. Parkes mit dem entscheidenden Treffer. Umjubelten Münchner Treffer in der 4:4 Overtime erzielte erneut Parkes 65. Im Halbfinale trifft München auf den Schwesterclub Red Bull Salzburg. Das Hinspiel findet am 8. oder 9. Januar statt. Das Rückspiel am 15. oder 16. Januar. Service-Spielplan der Champions Hockey liegt das Spiel im Stenogramm. Malmö Redhawks, Schweden, Red Bull München 5:5, 2:1, 2:3, 1:0, 0:1 N. V. Tore, Silvegard 1:0, 2:58, Olofsson 2:0, 11:38, 2:1, Parkes 19:56, 2:2, Parkes 21:17, 2:3, Schack 24:26, 3:3, Olofsson 34:53, 4:3, Olsson 38:40, 4:4, Boyle 39:43, 5:4, Storm 53:16, 5:5, Parkes 64:02, Zuschauer 2493, Strafminuten, München 10, Malmö 6 von Sportinformationsdienst.